Schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen zu Teil Nummer 23 meiner Megaserie über Musikproduktion. Bevor wir unserem Song jetzt den letzten Feinschliff verpassen, wir sind ja schon so langsam im Endspurt, möchte ich dir in den nächsten zwei Tagen noch ein paar wichtige Grundlagen erklären zum Thema Mixing, die immer wieder für Verwirrung sorgen und die einfach wichtig sind zu verstehen und zu begreifen, wenn du einen Song optimal abmischen möchtest. Heute soll es um das Panning gehen. Das Panning, es gibt keine richtige deutsche Übersetzung dafür. Mit Panning meinen wir beim Mixing, dass du ein Element oder ein Signal im Stereofeld nach links oder nach rechts verteilst, teilweise sogar nach oben oder nach unten. Wir schauen uns das jetzt mal in Logic an. Es ist jetzt hier, da ich dir das in Logic erkläre, ein kleines bisschen Logic-spezifisch, aber die verschiedenen Panning-Optionen hast du auch in jeder anderen DAW. Du erreichst sie nur über andere Wege. Wir können jetzt hier mal schauen in Logic. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Exkursion vorbereitet, ein bisschen ein anderes Projekt, bevor wir wieder zurückgehen. Wir haben jetzt hier einen Monokanal und wir haben einen Stereokanal hier. Wenn wir jetzt zunächst mal mit dem Monokanal beschäftigen, dann hast du zwei Optionen. Wenn du hier über Control-Click drauf gehst, auf dem Pan-Knob direkt, du hast den Pan und den Binaural Pan, so deutsch binauraler Pan. Der binaurale Pan ist ein Pan, wo du nicht nur nach links und nach rechts pannen kannst, sondern auch nach oben und nach unten. Das ist für unser Mixing-Projekt jetzt hier nicht wichtig. Es ist aber hochinteressant und ich habe dazu ein ausführliches Video gedreht, das ich dir unten in der Infobox verlinke. Wir bleiben jetzt aber hier in diesem Fall einfach beim Pan. Wir sind hier in einer Monospur und wenn ich jetzt hier panne, also nach links oder nach rechts, dann verschiebe ich dieses eine Signal, wir haben ein Signal, das ist Mono, nach links oder komplett nach rechts. Das können wir uns mal kurz anhören. Wenn ich einen Stereokanal habe, dann habe ich zwei Signale. Und jetzt ist die Sache ein bisschen anders. Ich habe hier, wenn ich jetzt hier wieder mit Control-Click draufgehe, drei Optionen. Wieder den binauralen Pan, den Balance-Pan, was die Grundeinstellung ist in Logic, und den Stereo-Pan. Was hat das jetzt zu bedeuten? Wichtig zu verstehen ist, und das sorgt immer wieder für viel Verwirrung, wenn du einen Stereokanal nach links und nach rechts panst, dann panst du nicht das komplette Stereosignal, sondern nur, was du faktisch machst, ist, du machst einen Kanal leiser, blendest ihn aus und einen Kanal machst du lauter. Wenn ich jetzt also hier ein Stereosignal komplett nach links ziehe, in dem Balanced Pan, dann verschwindet einfach die rechte Seite. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet, damit du das besser verstehen kannst. Das ist hier ein Stereosignal. Und das sind rechts die Drums oder links sind die Drums und ganz rechts ist ein Synthesizer. Also wir hören uns das mal kurz an. Drums, Synthi. Wenn ich jetzt hier dieses Stereo-Signal in einem Balance-Pan oder einem normalen Pan nach links drehe, dann wird eine Spur der beiden verschwinden oder ein Kanal der beiden wird einfach ausgeblendet. Auch das kann ich hier kurz zeigen. Rechts ist also unser Synthesizer. Rechts ist unser Synthesizer und der war jetzt alleine, weil ich das Signal ganz nach rechts gepannt habe. Faktisch ist es aber kein Pannen, sondern es ist einfach ein Ausfaden des linken Kanals. Wenn du jetzt ein komplettes Stereosignal in der Stereobreite oder im Stereofeld verschieben möchtest nach links und rechts, brauchst du eine andere Technik. Es kann zum Beispiel sein, du hast eine akustisch aufgenommene Gitarre, die mit zwei Mikrofonen aufgenommen worden ist zum Beispiel, dann wird es natürlich jetzt so schwierig. Und deswegen brauchen wir hier den Stereo-Pan. In Logic erreiche ich den hier. Und was du jetzt siehst, ist, dass ich hier tatsächlich die Stereobreite zunächst mal einstellen kann. Und diese Stereobreite kann ich dann auch hier hin und her ziehen, komplett im Stereofeld. Ja? Das heißt, ich bin jetzt in der Lage, zunächst mal die Stereobreite zu bestimmen von diesen beiden Signalen, die ich ganz nach rechts und nach links gepannt habe. Und ich kann das komplette Stereosignal, also beide Spuren, auch nach links und nach rechts pannen. Beide Instrumente links. Beide Instrumente rechts. Ich kann es auch breiter ziehen. Das war mir wichtig, dass du das verstehst, wie man richtig pannt und welche Panning-Optionen man braucht. In unserem Fall, in unserem aktuellen Mix jetzt hier, könnte ich das zum Beispiel auf die
Pads verwenden hier auf meine Flächensounds. Wenn ich also wollte, dass zum Beispiel dieser einzelne Ton hier, was ja ein Stereosignal ist, oder auch die kompletten Akkorde, wenn ich die nach links oder rechts panen wollte, würde ich also praktisch hier den Stereo-Pan auswählen. Ich könnte das dann ein bisschen einschränken und somit könnte ich das ganze Signal jetzt zum Beispiel in diesem Fall nach links panen. Okay, so panst du Stereosignale. Das ist eine wichtige Mixing-Technik und falls du dir noch nicht so richtig sicher bist beim Abmischen, falls du immer noch Probleme hast und nicht so gut damit zurechtkommst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall hier auch wieder mein PDF Speed Mixing. Da zeige ich dir, wie du in 10 einfach nachvollziehbaren Schritten zum hoffentlich perfekten Mix kommst. Dieses PDF kannst du dir runterladen. Ich habe es dir im ersten Kommentar angepinnt. Deine Meinung interessiert mich wie immer. War dir diese Panning-Optionen, waren die dir klar? Wie funktionieren die in deiner DAW? Und hast du auch schon mal einen Stereo-Pan einfach falsch gepannt mit einer Balanced-Option und dich gefragt, was los ist? Das würde mich interessieren. Ist nicht schlimm, kann jedem passieren. Schreib es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Morgen gibt es noch mal ein bisschen was zum Thema Mixing-Technik und dann gehen wir tatsächlich in den Endspurt. Ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder dabei bist bei Teil Nummer 24. Viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis dann.